Auf dem zweiten Teil meiner Reise verschlug es mich in den äußersten Süden Neuseelands. So, Marie macht erste Bekanntschaften mit Sandflies. Das sind ganz kleine Mücken, die sehen so ungefähr aus wie Kriebelmücken. Die Bisse zecken ganz schön, da kriegt man dann danach so schöne Geschwülste. Warum ziehst du hier keine Socken an? Das wäre doch so einfach. Warte, nicht machen, ich möchte es doch mal filmen. Wie die saugen, oder? Ja. Kann man sich in einer Dokumentation anschauen. Ja, das ist ja hier eine Dokumentation. Das nächste Ziel auf meiner Reise war der sogenannte Mataura River, eine Region, in der sich wirklich alles nur um Brown Trouts dreht. So landete ich dann letztendlich auch im Fliegenfischen-Shop von Stu. That is Stu, if you want to check it out. It's in the city of Athol. Not Athol. Athol. Now you know. The good man here has just come with his tail between his legs, crying because he can't catch the New Zealand fish very good. But that's New Zealand, and that's why we love it. Okay, they won't have to add any more than this. See you guys. Benny King. Am nächsten Tag war es dann aber soweit. Ich stand bis zur Hüfte im Mataura River und forderte mein Glück heraus.
Wasser. Ich habe ein paar Mal hingeworfen und irgendwann bin ich da oben hängen geblieben. Nicht wie ein Idiot ziehen, sondern so ganz leicht locker ziehen. Meistens fällt dann die Trockenfliege von alleine ins Wasser und es kann halt eigentlich nichts Besseres imitieren als irgendein Insekt, was von einem Ast fällt, wo der Wind dran gerüttelt hat. Und da hat dann im Endeffekt der Fisch drauf reagiert. Nun gehörte auch ich zu den Fliegenfischern, die eine Brown Trout im Mataura River gefangen hatten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass heute noch was Besonderes passieren sollte. Und dann kam etwas, was ich so noch nie erlebt hatte. Einfach nicht sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen und in der nächsten Folge seht ihr das. Schau mal her. Was für ein fetter Fisch, ey. Wahnsinn, ey.